So, oh. Sticking up for the environment. Ein Umweltschutzprotestler hat die Flughafensicherheit durchbrochen und sich selbst außen an ein Flugzeug geklebt. Der Flug wurde gecancelt, also der Flug konnte nicht abheben. Und es gibt eine weit verstreute Unterbrechung des oder Störung des Flughafens in der Hauptstadt. Mittlere Einkommen finden es doof und die Umweltschützer kriegen mehr Zulauf. Interessant. Oh. Ja, wie hat er sich da alleine? Tja. Haben wir da gerade eine Entscheidung getroffen? Nee, das war einfach nur ein Event. Okay. Und das hier ist auch ein Event. Einer unserer Hauptparteispender verlässt die Party, verlässt unsere Partei. Wir haben nicht ein Auge auf die hauptfinanziellen Unterstützer unserer Partei geworfen. Einer unserer sehr wohlhabenden Spender hat die Unterstützung vollkommen aufgegeben an unsere Partei. Ja, wir müssen einen Ersatz finden und ihn behalten. Kein Dilemma und wir haben News-Headlines. Ah, für drei Generationen Anna Reid haben, also das ist die Nummer mit ein kleines, ein generationsübergreifendes Unternehmen, Traditionsunternehmen, das Süßigkeiten gemacht hat und die Junkfood-Tags tut ihnen weh und wir können nicht im Geschäft bleiben mit der Junkfood-Tags. Aber, tja. Ja, wir haben jetzt schon mehrfach empfohlen, Birkenzucker zu verwenden oder irgendwelche anderen Ersatzprodukte. Genau. Und hoffen darauf, dass das Unternehmen vielleicht in einen Innovationsprozess gerät. Ja, hoffe ich auch. Das soll diese Steuer ja erreichen. Mhm. Continue. So, Defizit ist gesunken. Sehr gut. Ja, die Weltwirtschaft macht einen Knick nach unten. Unsere Einnahmen nähern sich unseren Ausgaben an. Das ist schon mal sehr schön. So, jetzt die Ausgaben. Debt Interest immer noch bei 3,3%. So. Wir könnten mal schauen, wie sich bei uns der Ölverbrauch und sowas entwickelt hat. Ja. Und die Umwelt. Der Oil Demand ist runtergegangen und Oil Supply ist ganz leicht runtergegangen. Okay. Also ich hätte dann jetzt gesagt, das ist ein Indikator dafür, dass wir die Oil Drilling Subsidies, also die Unterstützung für die Ölbohrungen, ganz abschaffen können. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind, weil es auch nichts bringt, wenn wir dann in eine Ölkrise geraten, weil wir unsere Wirtschaft noch nicht ausreichend transformiert haben. Das stimmt, ja. Aber wenn wir auf die Wirtschaft gehen, vielleicht kriegen wir irgendwie noch was hin, wo wir den Ölverbrauch noch weiter senken können, was sich idealerweise auch noch irgendwie auf Umwelt und sowas auswirkt. Genau, dann gehen wir doch mal hier Oil Demand und Energy Efficiency. Da ist bisher nur Science Funding. Also nur unser Science Funding geht in die Energieeffizienz rein, was die Nachfrage nach Öl und die CO2-Emissionen limitiert. Das heißt, wir müssen vielleicht mal was suchen, was die Energieeffizienz hochtreibt. Ja. Und mein Vorschlag wäre dann, das zu refinanzieren mit einem Abbau der Förderungen für die Ölbohrungen. Also okay. Wenn wir sagen, wir nehmen
wir finanzieren die Ölbohrungen mit 1 Milliarde weniger beispielsweise, wäre mein Vorschlag, davon irgendwie 600 Millionen oder 500 Millionen dann in diese andere Geschichte zu packen. Smart Meter Program ist mir so direkt ins Auge geflogen. Ja. Sorgt halt für Energieeffizienz. Die Energieindustrie geht da so ein bisschen nach unten, aber Wie sieht es denn im Transportbereich aus? Können wir dort noch irgendwas machen? Bestimmt. Telecommuting Initiative, also Arbeiten von zu Hause, Carpooling Campaign, was sicherlich Car Usage reduzieren wird, was dazu führt, dass weniger Öl verbraucht wird. Die Electric Car Initiative ist relativ teuer. Mhm. Fuel Efficiency Standards ist relativ günstig. Und hat eine direkte Auswirkung auf den Ölverbrauch. Vielleicht könnten wir ja so eine Kombination machen aus der Fuel Efficiency und beispielsweise der Telecommuting Initiative. Oh ja, das können wir uns beides leisten. Das kostet 2. Dann würde ich erstmal die Standards einführen. Mhm. Und zwar ja, so, oder? Wir können da immer noch rangehen. Ja. 9% abgesenkt. Gut. Und Telecommuting Initiative. So 300. Erstmal so auf den glatten Betrag ziehen. Ja, finde ich super. Guck mal, wie da die Autonutzung runtergeht und Eltern freuen sich. Ja. Und wir tun was für die Industrie, also. Mhm. Gut. Jetzt haben dann wir ein paar hundert ausgegeben und dann hätte ich jetzt gesagt, hier Oil Drilling Subsidies. Ja. Ich könnte mir 2 Milliarden vorstellen. Ich weiß, ich bin nassforsch, aber so bin ich nun. Nee, das können wir schon machen. Wir müssen ja eh Geld sparen. Ja. Perspektivisch. Und wir wissen auch, dass wir das irgendwann komplett einsparen wollen. Okay. Aber lass uns das mal langsam angehen. Genau. Also das haben wir, da haben wir jetzt quasi, wir sind 1 Milliarde und ein bisschen im Haben jetzt gerade. Mhm. Tja, und wir haben noch 5. Ich habe übrigens inzwischen angefangen, alles, was wir tun, mitzuschreiben, um den Überblick nicht mehr zu verlieren. Und falls ihr das zwischendurch immer hört, dass es hier mal so knackt, das sind diese beiden Stifte. Damit ich den Überblick nicht verliere. Hm. Ja, sehr schön, weil dann haben wir wieder 1 Million von unserem Defizit abgebaut. Das gefällt mir ziemlich gut. Ja, mir auch. Jetzt würde ich mal vielleicht noch was für 5 kriegen, war etwas, was wahrscheinlich nicht so teuer ist. Und da hätte ich jetzt bei Economy nochmal geguckt. Mhm. Und da können wir Business Startup Campaign, dass wir ein bisschen was anfangen für die Wirtschaft zu tun. Fällt mir gut. Oder Smart Meter, wo wir auch nochmal Energy Efficiency hoch tun können. 1 von beiden. Okay, dann werfe ich noch ein 3. in den Ring und das wären die City Farms. Weil wir da auch die Wege verkürzen. Und wir Arbeitsplätze schaffen. Ja. Ja. Also meine Favoriten wären, ausgehend von den 3, wären meine Favoriten die Business Startup Campaign und die City Farms. Die können wir beide machen. Wir haben noch genau 5 und die Business Startup Campaign kostet 2 und die hier kostet 3. Hm. Dann machen wir beide. Ja. Wie hoch sollen wir die Startup-Campaign machen? Die können wir fast voll hochdrehen, weil die kostet 30 und im Maximum 48 Millionen.
Ja, die Kapitalisten freut's, dann haben wir endlich mal was für die gemacht. Ja. Und Economy City Farms. Selbes, ja. Und da sind wir auf 0 und nächste Runde. Das rennt ja hier. So, oh, schon wieder einer unserer Großspender hat uns verlassen. Wir haben wieder nicht geguckt, was unsere Großspender eigentlich für Leute sind. Wir gucken da jetzt gleich drauf, nachdem wir uns um das Dilemma gekümmert haben. Verbesserte Mietrechte. Es gibt im Moment einen Vorschlag, dass die Rechte erhöht werden, die Mieter bei der Anmietung von Wohnraum haben. Es gibt die Angst, dass man plötzlich aus seinem eigenen Zuhause geworfen wird, oder dass die Miete zu nicht leistbare Ebenen erhöht wird. Oder dass man Ewigkeiten wartet, bis irgendwelche Reparaturen gemacht werden und die Mieter verlangen, dass etwas getan wird. Und dann können wir einmal sagen, wir können die Rechte behalten, so wie sie sind. Der Mietmarkt ist ein gutes Beispiel für einen freien Markt, wo die Vermieter darum streiten, die besten Mieter zu bekommen. Und die Mieter können den besten, das beste Haus auswählen aufgrund des Preises, Location und des Rufes. Ja, weiß ich nicht. Oder Mieterrechte verbessern. Es gibt viele Menschen, die einfach es sich nicht leisten können, ein Haus zu kaufen oder so, dass sie ihr ganzes Leben lang mieten müssen. Und es gibt keinen vernünftigen Schutz für willkürliche Hausräumungsgeschichten und so weiter und so fort. Ich finde, so wie es jetzt in den Möglichkeiten dargestellt ist, spiegelt das eine Situation wider, wo ich gerne Improved Tenant Rights machen würde, also die Mieter unterstützen, weil es klingt ganz schlimm. Ja, also es klingt so ein bisschen danach, als gäbe es wenig bis kaum Schutz für Mieterinnen und Mieter. Und dass das alles ein bisschen willkürlich zu sein scheint und abhängig vom jeweiligen Vermieter. Also man kann sozusagen Glück oder Pech haben. Ja. Und es hat auch so ein bisschen was von Wohnimmobilien als Spekulationsobjekte. Mhm. Insofern bin ich für Improved Tenants' Rights und sage, die Parlamente können sich ja mal damit auseinandersetzen, was man dort genau machen kann. Bin ich voll bei dir. So, die Armen freut es total, Sozialisten ebenfalls, Kapitalisten finden es doof und die Reichen finden es auch doof. Okay, so. Wir gucken gleich auf unsere Spender, wir gucken jetzt erstmal unsere Probleme durch. Also, die Umweltproteste sind ein Stück weit runtergegangen, aber noch nicht unter den Stopptrigger. Dann die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist auf einem Abwärtstrend. Das ist sehr schön. Die Luftverschmutzung ist auf einem krassen Abwärtstrend, aber da ist noch ein weiter Weg. Dann die Fettleibigkeit ist auf einem Weg nach unten und unsere Junkfood-Tags wird erst noch greifen. Das dauert noch. Das heißt, da sind wir auf dem richtigen Weg. Die Doktoris streiken immer noch. Da hat sie nichts dran geändert. Unsere Asthma-Epidemie hat auch einen leichten Klick nach unten bekommen, ist aber immer noch bei 90%, so wie das aussieht. Organisierte Kriminalität ist ein kleines Stück nach unten gegangen. Aber nur ein kleines Stück. Und Rail-Strikes sind am Abnehmen und ist auf dem Weg nach unten und wir haben halt einiges in die... Und so wie es aussieht, wird das wahrscheinlich nicht reichen.
Ich will nicht zu viel, also, aber es ist jetzt, siehst du, es ist noch nicht voll da, voll umgesetzt. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es sieht so aus, als ob es vielleicht nicht ganz zum Stopptrigger führt. Na gut, wir werden gucken, wie sich das entwickelt. So, und jetzt gucken wir auf unsere Spender. Also unsere Umfragewerte gehen nach oben. Was ist denn los? So, Achso, das sind Fokusgruppen. Wo sind denn unsere... Nee, das ist unser Kabinett. Das sind Achievements. Nee. Hier. Ja, bei Fundraising. Ja. Das hier sieht... Wir haben auch sehr, sehr wenig Parteimitglieder. Fundraising. Wir haben nur zwei. Wir haben ziemlich viele Spender, aber kaum Mitglieder. Diese Graphen verstehe ich noch nicht so richtig, was das genau ist. Die sind jetzt nicht so happy. Kapitalisten und Autofahrer, ja, puh. Das wird ja nicht so einfach. Horsti merkt auch gerade an, dass wir wahrscheinlich einen noch verlieren werden. Kann es mir auch gut vorstellen. Aber so ist es. Unsere Umfragewerte gehen hoch. Wir haben nicht so viele Mitglieder. Aber ich würde sagen, erst ab der Hälfte unserer Amtszeit machen wir uns da wirklich große Sorgen drum. Ja, ich denke auch. Ja. Strong Leader sind wir, mitfühlend und vertrauenswürdig sind wir gut, Strong Leader sind wir nicht so. Ja, würde ich sagen, ist so. Komme ich mir klar, genau. Unser Defizit ist 9 Milliarden. Die ja. Weltwirtschaft geht gerade runter und Ausgaben ist 3,4. Es war nicht schlecht, schon mal auf das Defizit zu gucken. Auf jeden Fall. Ja, und das würde ich auch eigentlich gerne ähnlich in dieser Runde halten. Ja. Da wäre nur die Frage, an welchen Stellen es klug wäre, nochmal zu kürzen oder wo wir nochmal mit einer Steuer hinterhergehen können. Ja, mit einer Steuer können wir doch jetzt mal, wir haben 14, das ist der ideale Zeitpunkt, um eine neue Steuer einzuführen, weil die Steuern alle relativ teuer sind. Also, wir haben hier noch unsere Freizeitdrogenbesteuerung. Das heißt, wir haben wahrscheinlich Drogen zu einem Teil legalisiert. Ja, da könnten wir noch mal gucken. Ja, ich gucke mal hier. Oh Mann. Wir haben medizinischen Cannabis erlaubt. Bis auf die nächste Stufe haben wir nicht genug. Also Age Limit for Cannabis haben wir nicht. Weil das würde natürlich, da sind wir wieder bei dieser Geschichte mit der organisierten Kriminalität. Also die könnten wir dort wieder rund ein Stück. Ja. Aber dafür haben wir nicht genug politisches Kapital. Ich war gerade unaufmerksam. Hast du dir gemerkt, wie viel politisches Kapital wir dafür brauchen? 16. Ja, ich guck noch mal. 16. Okay, na, wir könnten theoretisch ja jetzt die Steuer einführen, dann in die nächste Runde gehen und das dort anpassen, weil wir dann mehr politisches Kapital haben. Das stimmt, die kostet uns 8. Und das bringt sie uns momentan, und ich würde vermuten, dass sie uns mehr Geld einbringt, wenn wir das legal freigegeben haben. Ja, das stimmt. Soll ich sie dann eher so lassen? Oder eher höher? Wir können ja mal einen Test machen. Dass du sie auf irgendeine gerade Zahl packst. Irgendwie, keine Ahnung, 250 oder so. Ja, 250. Und ja, genau. Dann gucken wir mal, wie es aussieht. Genau. Also, die nehmen wir mit in die nächste Runde und dann gucken wir mal. Oh, okay. Eine Warnung von einem unserer Minister. Josephine Shaw arbeitet im Moment als Public Service Minister.
ist etwas erschöpft oder hat die Schnauze voll, in unserer Regierung zu dienen und möchte ihre Position in der Politik verlassen. Okay. Sie will mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Ja. Mhm. So, und jetzt haben wir ein Dilemma. Nuclear Test Ban Treaty, also ein Verbot von Nukleartests und darüber ein Vertrag. Die Vereinten Nationen beeinflussen unser Land, dass wir also nerven uns, dass wir endlich den Vertrag unterschreiben, dass der nukleare Waffentests verbietet. Viele andere Nationen haben unterzeichnet und wir sollen das auch machen. Entweder unterschreiben wir den Vertrag. Da ist die Argumentation, wir haben nicht wirklich das Bedürfnis, weitere Tests durchzuführen. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die aktuelle Generation von Waffen nicht funktioniert. Sie sind stark genug. Wenn wir den Vertrag unterschreiben, wird das die Umweltproteste Protestler glücklich machen und wird unsere Popularität auf der internationalen Bühne stärken und nicht unterschreiben. Es ist sehr wichtig, dass wir jedenfalls begrenzt unsere Waffen testen. Wir leben in einer gefährlichen Welt und die nukleare Abschreckung ist wichtig für unsere Verteidigung. Ja, es ist halt nur einen auf dicke Hose machen. Entschuldigung, da muss ich auch schon mit dem Übersetzen aufhören. Ich bin dafür, den Vertrag zu unterschreiben, ganz einfach. Es macht gar keinen Sinn. Mhm. Ja. Okay, dann machen wir das. Patrioten finden es doof. Foreign Relations gehen auch hoch. Das ist sehr, sehr gut. So. Und jetzt wollen wir Drogen legalisieren. Yay! Wir Geld damit verdienen wollen. Genau. Also, Alterslimitierung für Cannabis. Das tut ja, was klar. Gegen organisiertes Verbrechen. 16 ausgegeben. Und wirkt sich das schon direkt aus? Nicht viel. Ja, sehen wir dann wahrscheinlich erst nächste Runde. Aber es ist jetzt schon trotzdem 1 Million mehr. Ja, das stimmt. Und wir sind mit unserem Defizit leicht um 100 Millionen besser da. Obwohl die Weltwirtschaft runtergeht, geht unser Bruttoinlandsprodukt drauf. Mhm. Und Ausgaben immer noch bei 3,4%. Das ist gut. Auf meinem Zettel steht übrigens noch, neben unabhängiger vom Öl werden und Gesundheit fördern, steht auch noch Wirtschaft fördern. Ja. Und vielleicht kriegen wir irgendein Wirtschaftsförderprogramm hin, wo wir gleichzeitig irgendwas tun für die Umwelt. Ich glaube, mit den drei politischen Kapital, das wir noch haben, kriegen wir das nicht mehr hin. Wir könnten aber entweder das nationale Business Council oder das Trade Council einrichten. Ja, mit dem Business Council würden wir zumindest mal wieder was für die Kapitalisten tun. Das würden die wahrscheinlich gut finden. Und es geht direkt aus Bruttoinlandsprodukt. Genau. Insofern ergibt das total Sinn. Alle, wir können... Ja, das ergibt Sinn, Punkt. Okay, dann wie hoch? Ich hätte jetzt auch gesagt, da können wir ruhig hochgehen. Alles, was wir haben für die Kapitalisten und der GDP-Boost ist toll. 1,8% mehr GDP für 100 Millionen. Mhm. Okay, so und dann schon wieder nächste Runde. Meine Fresse. Okay, wieder eine Nachricht von einem unserer Minister. Courtney Williams ist im Moment Transportministerin. Die möchte vielleicht demnächst auch lieber mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. Tja, und nationaler Sportstar hat einen Maulkorb von einer fremden Macht erhalten. Wenn Sport ein Geschäft ist, dann müssen Athleten darauf achten, müssen sie Athleten auf ihren Vertrag achten, bevor sie das aussprechen, was sie denken. Eine
gegrummelte Entschuldigung zu einer in Richtung einer fremden Supermacht wurde ausgesprochen, nachdem ein Sportler irgendwas für eine Protestbewegung in ihrem Land gemacht hat. Naja, liberale Patrioten finden es doof und Foreign Relations gehen auch unter. Und wir haben Headlines. Ach, der Autoverkäufer Anthony, der mit alten Autos handelt, der hat Angst, weil die Emissionslimits, die wir eingeführt haben, ihm sein Geschäft kaputt machen. Aber Anthony, blicke noch weiter zurück und verkaufe 110 Jahre alte Elektrofahrzeuge und du bist good to go. Da gucken wir uns die Policy nicht an. Auch das kann ein Markt sein. Also ich meine, Oldtimer sind super beliebt und auch da kann man gesetzliche Regelungen finden. Da muss man nur drüber reden. Ja. So, wie sieht das eigentlich aus? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Hier wurden schon wieder Kanalpunkte ausgegeben vor einer ganzen Weile. Belana, dankeschön. Haben wir eigentlich diese Entwicklungsfonds für die ländlichen Räume noch? Oder haben wir die schon eingeführt? Nein, die haben wir noch nicht eingeführt. Das ist... die Rural Development Guard. Genau, die Entwicklung für die ländlichen Räume. Kostet 13 und wir haben noch genau 13 politisches Kapital. Ist halt relativ teuer. Genau, wir müssen halt überlegen, was wir dagegen finanzieren. Eine Variante, das wird wahrscheinlich vom Geld her nicht ausreichen, wäre bei den Steuern auch nochmal zu schauen, ob wir nicht diese Zweitwohnsitzsteuergeschichte machen können. Ja. Also, oder diese Empty Home Tax. Und vielleicht können wir ja mit der Empty Home Tax, je nachdem wie viel wir damit einnehmen, hier diese die Entwicklungsgelder für ländliche Räume, Himmel, Herrgott, irgendwie noch gegenfinanzieren. Ich finde aber alles, was das auslöst, finde ich sehr, sehr gut. Und da würde ich jetzt sagen, wir führen es ein, irgendwie auf einem mittleren Niveau. Wir gucken mal, was es uns gibt. Und dann nächste Runde, weil die müssen wir jetzt direkt machen, führen wir eine neue Steuer ein. Das ist unser Plan. Ja. Finde ich gut. Und bevor wir in die nächste Runde gehen, würde ich gerne wissen, wie sich die Geschichte mit der Drogensteuer ausgewirkt hat. Oh ja. So mit. Achso, ja, ich wollte mittleren Bereich sagen, ne? 830. Okay. So, und dann gucken wir mal, was unsere. Oh. Income ist 174. Ist gesunken. Was ist das denn? Wie geht das denn? Nehmen die weniger? Die nehmen weniger. Aber Legal Drug Consumption geht rauf. Es ist, also da haben wir da was gemacht. Also da war es auf 250, hier ist es runter. Vielleicht ist es nächste Runde wieder höher. Wir gucken nächste Runde, die wir jetzt direkt klicken, auch nochmal drauf. Ja,